Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Es hat ja einer gefragt unter dem Video mit der Bremsflüssigkeit, ob ich mal zeigen können, wie wir die Bremsflüssigkeit wechseln mit meinem Druckluftgerät. Ich muss jetzt auch mal im Vorfeld dazu sagen, es gibt mittlerweile ziemlich preisgünstige und gute Geräte zum Entlüften der Bremse. Elisabeth heißt das, glaube ich, das Gerät, blende ich mal ein. Das ist ein sehr gutes Gerät und sehr günstig, wo man selber entlüften kann. Unser Deckel, den wir damals gebaut haben mit den Entlüftungsnippel. Also unser Entlüftungsnippel hier, den wir gebaut haben, selber aus einem alten Bremsflüssigkeitsdeckel. Das ist schon mehrere Jahre alt und damals gab es eben nicht günstig solche Entlüftungsgeräte. Also das wäre wirklich eine sehr preisgünstige Variante, wenn man einen Kompressor hat, sich dort zu bauen. Sonst würde ich wirklich mittlerweile empfehlen, sich diese guten, fertigen Geräte zu kaufen. Bin ich ja ehrlich. So, wie entlüften wir? So, hier war ja schon der Fall, dass keine Bremsflüssigkeit mehr in dem Behälter ist, weil der ja die Leitung hinten getauscht hat, er sagt, der Radbremszylinder gesifft hat. Wenn ihr die tauschen wollt, weil sie zu alt ist, am besten mit der kleinen Spritze und Schlauch die alte raussaugen, bis nichts mehr drin ist, weil dann spart ihr euch die alte Flüssigkeit durch die Leitung zu pumpen. Also ich meine einfach mal hier so auszubauen. So, dann fülle ich von dem großen Kanister, von dem 5 Liter Kanister in so einen kleinen um. So ein kleines Flash-Scan. Jetzt wird es lustig mit einer Hand. Und dann füllen wir den auf. Ja, Moment mal. Ich bin Linkshänder, ich habe Kamera gerade in der linken Hand. Ich lege euch mal hier aufs Auto ab. Versuchen nichts daneben zu kippen. Wie gesagt, das Zeug ist nicht so gut für Lack. Dann zurück mit Bremsanhänger nachjagen. Ich habe leider jetzt gerade ein bisschen getröppelt. Tja, wenn man den jetzt randvoll räuscht. Weil das System ja leer war, also randvoll, dass wir noch ein bisschen Platz haben. Jetzt schrauben wir unseren Deckel hier drauf. Ja, ein paar Tropfen weg. Kurz Deckel drauf. Also wir schließen unser Druckluftschlauch an Druckminder an, dass wir so maximal 1,5 bis 2 Bar haben. Ich schaue immer so knapp 2 Bar drauf. So, jetzt haben wir unser Druckluft-Moped. Genau. Setzen wir jetzt einfach drauf. So, jetzt haben wir Druck auf dem System. Jo. Ja, ist auch nicht 100% dicht, also der Anschluss. Die Tischstütze. Willkommen am Rad. Also, ich weiß nicht, ob das nochmal heute zutage ist, aber man sagt, man sollte weit entfernteste Leitung als erstes entlüften. Das wäre so, wir haben vorne links den Hauptbremszylinder, also wäre hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links. So. Zum Entlüften müssen wir an den Entlüftungsnippel. So, machen wir mal Licht an. So. Der Entlüftungsnippel ist am Bremssattel und wir haben Trommeln immer so ein Nippel, ne? Mit einer Gummikappe, also Staubschutzkappe, kein Dreck da reinkommt. Die müssen wir natürlich abmachen. Die Größe der Nippel ist unterschiedlich. Es gibt, das ist zum Beispiel 9er Durchmesser, dann gibt es 8er, habe ich schon 13er gesehen vorne, 10er. Also muss man mal ein bisschen gucken. Das hier ist unsere Entlüftungsflasche. Ja, ich weiß, es ist eine Getränkeflasche, blablabla, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre alt. Und ich glaube, aus dieser Flasche sauft keiner mehr. So. Damit wir entlüften können, muss ein bisschen Bremsflüssigkeit drin sein, wie ihr sehen könnt. Und der Schlauch muss da drin sein. Der darf jetzt nicht darüber sein, weil dann würde wir Luft ziehen. So. Dieses Konstrukt können wir uns jetzt irgendwo einfach hinhängen. Meistens ist es schön, so eine Feder hier hinten rein. Ich zeige euch schon mal genau, wie das jetzt aussieht. Also wir haben den Schlauch draufgesteckt, also Silikonschlauch, und wir haben jetzt den Schlüssel. Den Schlüssel aufdrehen nach links ist ganz normal. Dann wird es hier unten blubbern gleich wie wild, weil wir die Luft rausdrehen. Jetzt wird es eine akrobatische Aktion, so sieht man natürlich besser. Dazu filmen. Jetzt drehen wir auf nach links und wir sehen hier unten direkt blub, 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 blub. So, und jetzt müssen wir so lange das offen lassen, bis da Flüssigkeit rauskommt und keine Luftblasen mehr. Wird schon weniger. Weniger, weniger. Jetzt müssen wir auch gleich mal gucken, ob die Leitung hier dicht ist, die ich angeschraubt habe. Weniger, weniger. Kann jetzt natürlich sagen, die Leitung leer war, dass wir Bremsflüssigkeit schnell nachkippen müssen, aber es wird weniger am Blasen. Blubbert kaum, jetzt blubbert es gerne nicht mehr, da kommt noch eine. So, jetzt machen wir mal zu.
Kerze auf. Und wir werden jetzt vorne nochmal nachfüllen. Das einzige Nachteil bei dieser Variante. Aber übrigens, am besten ist natürlich Räder abnehmen, da kommt man einfach an die Nippel dran. Man hat ja gerade gesehen. So, natürlich mal gucken, wie viel wir hier noch drin haben. Und wie gesagt, ach, der ist noch fast voll. Und das ist der Nachteil an der Sache. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in aller Ruhe entlüften. Und dann ist der zu leer und dann saugt er wieder Luft und wir drücken Luft rein. Das wäre natürlich Schwachsinn. Deswegen aufpassen und immer nachfüllen. Zum Nachfüllen müssen wir natürlich schlau abnehmen. Wir müssen aber nicht die Druckluft zumachen. Das zeige ich gleich mal. So, jetzt haben sich vielleicht nochmal Luftblasen gesammelt. Ich habe das jetzt zugemacht. Jetzt drehen wir nochmal auf. Gucken, was passiert. So, das ist jetzt nur in der Leitung noch, also in dem Schlauch. Wenn wir jetzt zudrehen oben, dann läuft da noch ein bisschen Flüssigkeit rein. So. Aber man sieht jetzt schön mit dem Bläschen. Jetzt hört es auf. Bremsflüssigkeit steigt. Ja. Steigt. Also steigt hier in der Flasche. Man sieht, das kommt. Da kam noch eine kleine. Noch eine. So, am besten ist, wenn so alle Leitung neu gemacht hat, ruhig zudrehen. Alle anderen entlüften. Und dann nochmal machen. Damit man sich nämlich Luftblasen, die vielleicht irgendwo noch festhängen. Das waren, übrigens, dass ich hier umgesaut habe, lag dann, dass mir vorhin der Schlauch abgeflogen ist. Ja, das ist auch so ein bisschen der Nachteil, dass manchmal der Schlauch hier abfliegt, weil die Nippel ziemlich kleinen Durchmesser haben und der liegt ja auf den Schlüssel auf. Das ist doof. Naja, alles funktioniert. So, ich mache jetzt alle anderen jetzt gleich und mehr ist es auch nicht im Prinzip. Also vom Prinzip her ist es das schon mit den Entlüften. Man muss jetzt alle anderen machen. Wie gesagt, da kann man gegebenenfalls mal einen zweiten Durchgang machen. Und ja. So, und wenn ihr auffüllen wollt, dann müsst ihr jetzt nicht drucklos machen oder sonst was. Ihr geht einfach drauf, zieht den ab und es spritzt euch keine Bremsflüssigkeit oder so entgegen. Weil so viel Druck ist nicht drauf. Müsst ihr natürlich das Ding losdrehen. Und wieder auffüllen. Und so. Wieder auffüllen, Schlauch drauf und Rad weiter entlüften. Alle Räder nach und nach. Das ist, wie gesagt, die einzigste, sagen wir so ein bisschen Nachteil, dass die Flüssigkeit nicht von selbst nachläuft. Es gibt mittlerweile ja diese Geräte, da stellt man so eine Flasche drauf und dann läuft er sogar von selbst nach. Wie gesagt, es gibt mittlerweile relativ gute Geräte für relativ kleines Geld. Ganz schön viel relativ in dem Satz. Wo man sich wirklich sagen kann, das könnte man sich kaufen, besser als sich so zu bauen, aber man muss wieder selber wissen. Das ist jetzt wirklich die mega Low-Budget-Variante. So ein Entlüftungsnippel kostet nichts, kriegt man vielleicht sogar irgendwo für ein paar Pfennige. Oder kann man bei Kollegen mitnehmen, bei Däumer oder eine Firma mitnehmen. Deckel hat jeder, denke ich mal, wenn er Auto schlachtet. Und eine Colaflasche mit einem Schlauch hat auch jeder. Nur beachten, ha, wenn ihr so was baut, hier mit der Flasche im Deckel. Nicht nur ein Loch für ein Schlauchbohren, nicht nur ein Loch für den Schlauchbohren, sondern noch ein kleines Loch daneben für die Entlüftung, weil sonst die Flasche blopp oder die Flüssigkeit wird dann rausgeschossen. Nur als Hinweis. Ja, nichts Aufwendiges, nichts Wildes, das geht eigentlich ruckzuck mit den Entlüften. Ob ihr das nun selber macht, müsst ihr wirklich selber wissen. Hat ja jemand in dem letzten Video drunter geschrieben, er hat in der Werkstatt 13 Euro bezahlt. Jetzt ist die Frage, für 13 Euro baut man sich hier diese Geräte zusammen, ne, dieses Gerät zusammen, stellt sich hier hin, bockt das Auto auf und entlüftet. Es kann auch immer ein bisschen Bremsflüssigkeit daneben gehen. Ja, ich würde bald sagen, das ist wirklich auch eine geile Sache, als Notfall, wenn am Sonntag irgendwas gemacht wurde und dann ist keine Werkstatt greifbar, dass man dann damit entlüftet. Und sonst, ja, das war es eigentlich schon zu diesem Gerät. Nichts, ich kann nur mal sagen, jetzt nichts Aufwendiges, nichts Wildes. Kein Heat-Tech. Entlüften habt ihr gesehen, wie einfach es geht. Ja, das war's, dieses Video. Bis zum nächsten Video.